Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, 10x83 Plus Set, wir werden die SBC direkt zu Beginn dieses Videos einfach mal umsetzen. Ich konnte die SBC jetzt wirklich komplett aus dem Verein lösen, gebe auch ein paar rote Karten ab, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Insgesamt würde die SBC, wenn ihr sie normal macht, 125k aktuell circa kosten. Wenn ihr aber irgendwie Informs habt, wenn ihr ein paar High-Rated habt, wenn ihr solche Food Champions Karten habt mit bisschen Rating, dann macht diese SBC, ich bin mir sehr sicher, dass sie sich lohnen wird. Des Weiteren gibt es für euch heute Investments, Leaks und so weiter und so fort, wirklich ganz, ganz viel, aber wir hauen uns jetzt erstmal rein in das 10x83 Plus Pack. Schreibt in die Kommentare, was habt ihr bekommen aus diesem Set. Wir ziehen einen Walkout. Ich glaube, wenn man da keinen Walkout zieht, dann hat man wirklich komplett verkackt, und wir ziehen Gulaschi. Das ist natürlich komplett schlecht. Ein 85er aus dem Pack ist komplett Schmutz. Normalerweise solltet ihr das Pack aufbewahren und erst zu Food Birthday ziehen. Aus Recherchezwecken, sage ich jetzt mal, oder aus experimentellen Zwecken habe ich das ganze Pack jetzt einfach mal gemacht. Bei mir war es schlecht. Wie war es bei euch? Schreibt es in die Kommentare. Ja, also das ist wirklich überhaupt nicht gut. 84er natürlich sehr gestiegen, 85er auch gestiegen, 83er auch gestiegen. Ich kann die für SBCs verwenden, aber das Pack hat sich natürlich trotzdem überhaupt nicht gelohnt für mich. Dennoch würde ich euch raten, dass ihr diese SBC macht. Sie geht nämlich nur noch bis 19 Uhr und da könnt ihr dann eben zu Food Birthday das Pack öffnen, habt dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit. Also ich würde euch das schon raten, das Pack, weil es echt nicht so teuer ist, und wenn ihr Sachen aus dem Verein nehmen könnt, macht diese SBC einfach. Und Freunde, falls ihr noch nach einer Fußball-App sucht, wo ihr alle News zum aktuellen Fußballgeschehen zusammengefasst habt und wo ihr auch selber eben jedes Spiel nachschauen könnt und so weiter, dann schaut auf jeden Fall mal ganz oben in der Videobeschreibung vorbei. OneFootball, komplett kostenlos, eine wirklich, wirklich geile App, kann ich euch sehr empfehlen. So, dann schauen wir uns jetzt mal gemeinsam die Leaks an, die rausgekommen sind zu Food Birthday. Es gibt ja wirklich massig Leaks. Das ist auf jeden Fall der Ladebildschirm. Dazu passend wären dann diese Spieler hier, Mondi, Moura, Perisic, sehr, sehr wahrscheinlich, weil die Anzeichen halt wirklich für diese Spieler sprechen. Eben mit dem Sternzeichen Zwilling, August 1989, das passt relativ gut, also es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Spieler wirklich rauskommen. Des Weiteren haben wir hier einen Leak, wo eben bestimmte Spieler aufgelistet sind, die kommen können. Das sind 5 Karten, Alcantara, also Thiago ist auch noch dabei, und der Huang Hee-chan, wie man auch immer man den ausspricht, der sollte auch kommen. Ob diese Leaks wirklich stimmen, werden wir dann morgen sehen, beziehungsweise auch den Freitag darauf. Das Event geht ja tatsächlich 2 Wochen lang. Hier sehen wir jetzt einen weiteren Leak, und da ist auch das 83 Plus Pack hier mit dabei gewesen. Das heißt, das ist schon gekommen. Außerdem stimmen diese Leaks eigentlich immer, und wir bekommen da eben auch noch das Twitch Prime Pack natürlich, was man sich eben abholen kann, wenn man Twitch mit EA verbindet. Und hier unten, Freunde, ganz wichtig, 2x86 Plus Spielerpack. Diese SBC wird natürlich auch ordentlich die Rated-Karten nochmal nach oben schießen lassen. Da wird man, denke ich, ein 84er Rating brauchen plus einen Inform. Aktuell ist ja eben die SBC da, die ich gerade gemacht habe. Hier braucht man eben auch einen Inform, und die SBC ist wirklich der absolute Wahnsinn. EA hat das natürlich gemacht, damit die Informs ordentlich nach oben getrieben werden. Also ihr seht es hier, alle Gold-Informs kosten schon wieder Minimum eigentlich 28, 29k. Wirklich, wirklich krass. Aber die SBC ist halt einfach unfassbar gut. Der hat 1083 Plus Spieler. Das hat EA absichtlich gemacht. Wieso? Morgen 19 Uhr werden sehr, sehr viele Packs kommen. Sehr wahrscheinlich auch Lightning Rounds um 19, um 20 und um 21 Uhr. Das heißt, es werden sau viele Packs gezogen. Viele haben ihre Rewards auch aufgespart, und dementsprechend werden die Preise morgen sinken, morgen am Abend. Da EA aber nicht will, dass die Informs zu günstig werden, haben sie eben gesagt, ey, wir bringen diese SBC. Allerdings, ganz, ganz wichtig, diese SBC ist nur 24 Stunden da. Das wissen viele nicht, beziehungsweise beachten viele nicht. Also diese 83 Plus SBC ist nur noch bis 19 Uhr da. Das heißt, wenn die Packs dann rauskommen zu Food Birthday, ist diese SBC nicht mehr da. Das heißt, Informs können sehr, sehr stark fallen, eben zum Start von Food Birthday. Freitag, Samstag kommen sehr wahrscheinlich eben, wie gesagt, Freitag zu 99,9% kommen Lightning Rounds, und Samstag wahrscheinlich dann auch. Und dadurch könnte der Markt am Wochenende nochmal ordentlich runtergehen. Mein Investment-Tipp an euch, Freunde: Informs sind gerade teuer, aber ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich gut droppen. Unter 15k, wenn es möglich ist, würde ich jeden Inform einpacken, denn wir werden zu Food Birthday, wahrscheinlich in der 2. Woche von Food Birthday, sehr, sehr viele Wundertüten-SBCs bekommen. Im letzten Jahr kamen 3 Wundertüten-SBCs in der zweiten Woche von Food Birthday. Also ich denke, unter 15k wird man da nicht viel falsch machen können. Vor allem, wenn man auch das darauf bezieht, dass sehr wahrscheinlich ein Icon Player Pick rauskommen sollte zu Food Birthday. Ja, es kam einer raus, und EA bringt SBCs sehr, sehr oft doppelt dieses Jahr oder dreifach sogar. Es wird sehr wahrscheinlich ein Icon Pick kommen während Food Birthday. Das kann ich euch eigentlich jetzt schon sagen. Bin ich mir zu
95% sicher. Welche SBCs können noch kommen? Ich habe es euch im Discord zusammengefasst. Wundertüten, wie gesagt, 80 plus Upgrades, 81 plus Upgrades. Ich halte die hier für wahrscheinlicher, die 81 plus Upgrades. 84 plus Player Upgrades. Dadurch können natürlich die Rated Karten wieder ordentlich anziehen. Wir haben das 2x86 plus Pack. Das hatten wir jetzt mittlerweile schon. Übrigens, hierdurch werden natürlich auch Rated Karten nach oben ziehen. Dann haben wir Team of the Week SBC. Habe ich hier geschrieben, am 7.4. wahrscheinlich. Ist natürlich jetzt schon gekommen. EA hat es einfach vorgezogen. Tägliche Food Birthday SBCs, da gibt es wirklich ganz, ganz viel verschiedenen Shit. 25k Packs, alte SBCs. Dann gibt es Flashback SBCs, es gab kranke Flashback SBCs in den letzten Jahren. Wirklich sehr, sehr gute Karten. Also auch dadurch werden High-Rated Karten wahrscheinlich oben gehalten werden. Dann könnte kommen, das kam letztes Jahr, eine 84 bis 91er Pack SBC. Wird aber, also die wird nicht so viel Hype auslösen, denke ich. Und dann kann ich mir eben, wie gesagt, sehr stark vorstellen, dass wir einen Icon-Player-Pick bekommen. Ich habe es euch hier auch dazu geschrieben, die Spieler bekommen Skills und Weakfoot-Upgrades. Das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, Spieler mit 3 Sternen Weakfoot jetzt oder 3 Sternen Skills können dann eben beispielsweise 5 Sterne Skills bekommen. Das ist bei Food Birthday dabei, also bei den Spielern, die in die Teams kommen. Wir schauen jetzt nochmal kurz die Investments an, die ich euch gepostet habe. Non-Rares in Massen mitnehmen. Wieso das? Es kommen, ich habe es euch gerade gesagt, massig SBCs. Und vor allem, wenn diese 81 plus Player Upgrade SBC kommt und man Food Birthday Spieler gleichzeitig ziehen kann, dann gehen die eben hoch auf ihre 700, 800 Coins. Ihr könnt sie dann easy für 950 wegklatschen, weil die oft über den Preisvergleich gekauft werden. Genau dasselbe ist mit den Rares. Ganz genau dasselbe Prinzip. Unter 700 könnt ihr nichts falsch machen. Dann die Team of the Week Investments habe ich euch schon erklärt, würde ich unter 15k zuschlagen aktuell, hier habe ich noch unter 12 geschrieben, ich denke aber unter 15 ist eigentlich realistisch. Und dann haben wir Rated Karten, das ist ein sehr, sehr eigenes Thema, das können wir uns wirklich da nochmal in Ruhe kurz anschauen. Also die 83er sind jetzt wirklich absolut in der Hölle wieder, also die sind extrem hoch, wegen dieser SBC eben, nicht wegen der Team of the Week Upgrade. Die Team of the Week Upgrade hat fast nichts ausgelöst, das meiste wurde von dieser 83 mal 10 Spieler Pack SBC angehoben sozusagen. Also die sind fast alle bei 4k, was natürlich unfassbar hoch ist. Und das ist aber, wie gesagt, hauptsächlich wegen dieser 83er SBC, die unfassbar ist. Aber die läuft eben aus, die ist nur 24 Stunden da. Das heißt, wir werden ab 19 Uhr, Freitag ab 19 Uhr, diese SBC nicht mehr haben. Jetzt ist halt die Frage, kommt dann direkt eine geile weitere SBC oder nicht? Ich hoffe nicht, dass man eben in Informs investieren kann. Genau, dann 84er extrem hochgegangen auf 13, 14k alle, 85er extrem hoch. Ich würde euch sagen, 85er, wenn es irgendwie möglich ist, unter 16, 17k einkaufen, dann könnt ihr nichts falsch machen. Bei den 84ern ist es halt jetzt auch wirklich schwierig, würde ich unter 9k einkaufen, ist auch sehr niedrig gesetzt, aber ich will euch halt nicht zu hohe Preise nennen. 87er, schwierig, unter, weiß ich nicht, unter 34, 35k kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen. In 88ern bin ich sehr, sehr teuer eingestiegen. Ich bin da mit 55, 56, 57k pro Spieler Einkaufspreis drinnen. Ich habe investiert, weil ich gedacht habe, die Icon Pick SBC kommt früher. Sie kam nicht früher. Ich halte meine Investments tatsächlich trotzdem noch, weil ich halt eben davon ausgehe, dass wir zu Food Birthday so kranken SBC Overload bekommen, dass die 88er wieder auf ihre über 65k hochgehen werden. Und dann kann ich entspannt auscashen. Wenn eine Icon Pick SBC kommt, sehe ich die bei über 70k, die 88er. Genau ähnlich ist es mit den 89ern und auch mit 89er Informspielern. Beispielsweise Müller, den habe ich ja auch als Investment, habe ich mir immer versucht unter 95k mitzunehmen. Und auch da ist es dasselbe, einfach wenn eine Icon SBC kommt, dann geht der halt auf seine 115, 120k oder vielleicht noch mehr. Aber wenn keine kommt, dann wird er wahrscheinlich relativ auf dem Preis bleiben. Andererseits muss man dazu sagen, Freunde, wir haben wirklich viele SBCs, also ihr seht es eben auch hier, wir haben die Flashback SBCs vor allem. Da kommen wirklich einige raus, also mehrere, 5, 6, 7 Spieler waren das, glaube ich, wo wirklich verschiedenste Flashback-Karten rauskamen, sehr spannende Spieler. Wir haben eben, wie gesagt, diese 86 plus SBC, wir haben wahrscheinlich einen Pick, wir haben allgemein diese 81 plus Picks. Es kommen wirklich viele Sachen, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Spielerpreise von den Rated-Karten nochmal hochgehen. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass sie nochmal gut fallen zu den Packs, die dann eben rauskommen jetzt. Also wo Food Birthday sozusagen startet, da hoffe ich wirklich, dass dann die Packs, dass dann die Spieler nochmal ordentlich droppen. Also dass vielleicht 85er unter 18k gehen. Wenn das so ist, glaube ich, würde ich wirklich reingehen. Ja, also
abwarten, Spielerpreise fallen lassen, in Informs unter 15k reingehen. Das ist so das, was ich euch am meisten gerade empfehlen kann. Ansonsten seht ihr hier jetzt ein komplett risikoloses Investment. Da könnt ihr komplett easy reingehen, denn ihr könnt euch Libertadores-Karten mitnehmen und die könnt ihr alle für 600 Coins abstoßen. Die haben Abstoßwert 600. Das heißt, wenn ihr euch die erbietet für 600, könnt ihr nichts falsch machen. Versucht aber bitte, und das ist ein Tipp von mir, den ihr beachten sollt, versucht in Verteidiger zu gehen, die gutes Tempo haben. Das heißt, ihr filtert hier nach Tempo und dann schaut ihr euch das an. Ich kann euch empfehlen, ein Casco, ja, ein Opazo. Oh, Casco ist schon gestiegen, perfekt. Den haben wir für 1k in den Discord gepostet gehabt. Sehr schöne Sache. Sehr, sehr schöne Sache. Let's go, Alter. Nice, ist auf 2k, man kennt ihn. GG. Genau hier seht ihr das Casco eben für 700 und der lag halt wirklich auch bei 700. Ihr könnt euch diese Karten aber alle trotzdem sehr, sehr günstig erbieten. Fabra finde ich auch noch interessant eben, aber alle, wie gesagt, für 700 Coins erbieten. Man kriegt die aber leicht, man hat fast keine Konkurrenz beim Bieten. Das sind beispielsweise gute Investments, weil die eventuell bei Icon Swaps kommen. Icon Swaps 2 Teil 2 kommt auch morgen eben raus, also Freitag 19 Uhr. Wenn das dann kommt, dann gehen diese Karten natürlich hoch, also wenn Libertadores-Karten bei den Icon-Swaps gebraucht werden, dann gehen die auf 1,3, 1,4 hoch und dann könnt ihr da auf jeden Fall guten Gewinn machen und ihr könnt halt keinen Verlust machen, weil ihr halt am Abschlusspreis investiert. Das hier ist übrigens meine Prediction für Icon-Swaps und ich denke, dass diese Ligen kommen. Es ist aber sehr schwer, das Ganze einzuschätzen. Ich rechne mit mexikanischer Liga, Super League und Saudi League und eventuell dann noch japanische irgendwie eingebaut, MLS irgendwie eingebaut, niederländische oder zweite englische irgendwie eingebaut. Das sind meine Predictions plus eben natürlich die Libertadores-Karten. Ich habe euch dazu im Discord dann auch genaue Spieler genannt. Also hier unten geht's los, Liste mit Einkaufspreisen. Wenn euch das interessiert, kommt in den Mitgliederbereich rein, würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt mit einem Prime-Sub komplett kostenlos rein oder ihr schreibt mir einfach bei Insta und dann packe ich euch rein. Also schaut einfach auch in die Beschreibung, dann ist es auch nochmal erklärt. So, das Video geht, glaube ich, jetzt schon 5 Stunden irgendwie oder so. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange jetzt, aber passt nochmal auf. Überteuert verkaufen. Es geht wirklich aktuell saugut. Donnerstag immer gut. Die besten Tage für IV. Donnerstag bis Samstag. Donnerstag, Freitag, Samstag. Das sind die besten Tage. Und ihr seht hier, wir haben enorm, enorm gute Verkäufe. Ihr könnt ja gerne mal schauen, was die Spieler kosten. Die meisten werden deutlich weniger kosten. Und da haben wir wirklich sehr, sehr guten Profit gemacht. Ich werde die Sachen jetzt eintragen in unsere Liste. Oh, sehr schön. Van Dijk ist endlich mal weggegangen. Der ist gerade jetzt weggegangen. Sehr schön. Ich werde das jetzt alles mal in die Liste eintragen und dann zeige ich euch, wie viel Profit wir gemacht haben. Van Dijk muss ich kurz euch zeigen, was der eigentlich kostet. Also schauen wir einfach mal rein, ob man den unter 100k bekommt. Nicht ganz, unter 111 auch nicht, unter 120, unter 130 kriegst du ihn. Also unter 130 kannst du ihn kaufen. Ich habe ihn jetzt für 168 verkauft. Der war aber absolut lange auf der Liste. Der war über 2 Monate auf der Liste und jetzt ist er endlich weggegangen. Und weil ich es jetzt hier gerade sehe, was ist eigentlich mit Giekiewicz, Digga? Da geht ja gar nichts voran. EA datet die Price Range nicht ab. Was soll das eigentlich? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr investiert habt. Ich bin nämlich auch mit ein paar drinnen bei ihm. Aber der geht einfach nicht hoch von der Price Range. Absolut random. Also Freunde, ich habe jetzt die Gewinne eingetragen, eben hier ab Orsic waren jetzt die Gewinne, die ihr gerade gesehen habt. Wir haben aber heute allein wirklich sehr, sehr viele Verkäufe gehabt und auch, ja, gestern lief es okay, aber vor allem heute, Donnerstag ist immer gut. Genau hier in den letzten 7 Tagen sehen wir es dann auch nochmal, heute lief wirklich extrem gut, gestern, vorgestern nicht so krass, aber davor lief es auch wirklich in Ordnung. Also wir machen im Schnitt wirklich einen sehr, sehr guten Gewinn. Wir können ja mal den Wochengewinn anschauen, das ist jetzt von dieser Woche, also seit Montag sozusagen 330k, letzte Woche hatten wir 790, davor nicht so eine gute Woche gehabt, aber ja, letzte Woche schon sehr, sehr gut, da habe ich die Liste auch geupdatet, also verändert wieder und seitdem läuft es wieder viel, viel besser, einfach man muss einfach immer wieder neue Karten auch reinnehmen, immer wieder sich neue Spieler überlegen und die Liste findet ihr natürlich im Discord, also die Vorlage, wo ihr das selber eintragen könnt hier, damit ihr das alles automatisch natürlich ausgespuckt bekommt, ihr tragt nur eure Verkäufe ein und das wird euch alles automatisch programmiert, die Liste haben wir gemeinsam erstellt, damals mit einem Mod, das heißt, die wird auch die ganze Zeit geupdatet und so und gewartet von uns, sehr, sehr geile Sache, das ist auch im Paket dabei, wenn ihr im Mitgliederbereich vom Discord seid. Genau, und ihr bekommt auch eine Liste tatsächlich mit den Spielern, die ich anbiete und so. Das ist natürlich auch selbstverständlich. Und damit war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, ab wie immer, High Hopes, bis dann und ciao, ciao.